So, ihr Lieben, es tut richtig gut, euch wiederzusehen. Nach einer Woche Herbstferien. Und ich bin ein bisschen noch dabei zu sortieren, was in dieser Woche gewesen ist. Und habe noch keinen klaren Fokus, wo ich mit euch in diese Woche hin will. Wir sind ja in einer größeren Thematik. Wie kann ich in meinen verschiedenen Lebensabschnitten, in den Lebensphasen, in denen ich drin bin und in Lebenssituationen, wie kann ich dort herrschen lernen, dass diese Dinge mich nicht alle beherrschen, ob es meine Finanzen sind, ob es meine Sorgen sind, ob es meine Vergangenheit ist. So einzelne Bereiche haben wir durchgesprochen. Wie kann ich im Leben standhaft bleiben? Wie kann ich wirklich lernen zu herrschen? Und ich habe in der letzten Woche so einiges mitbekommen. Ich hatte mir eigentlich Urlaub genommen. Und hatte vor, ein paar praktische Dinge zu machen. Liesel war verreist für eine Woche Richtung München, um dort beim Geburtstag eines unserer Enkelkinder zu sein. Und so habe ich gedacht, komm, nutz die Zeit und mach ein paar Dinge praktisch. Aber ich habe in der vergangenen Woche dann immer wieder so viele unterschiedliche Lebenssituationen erlebt. Da kamen Menschen, die sehr verletzt worden waren, zu mir. Da kamen Menschen, die in eine Ehekrise hineingekommen waren. Und kam mit großen Fragen. Da kamen Menschen, die in heftigen Lebenssituationen waren, durch eine Diagnose, eine große Operation vor sich hatten und um Gebet baten. Und ich bin dann einfach mal einen Tag rausgefahren und bin ins Ahrtal gefahren, um ein bisschen auf andere Menschen zu treffen, um auch mal rauszukommen aus den eigenen vier Wänden und um zu helfen dort. Und auch dort diese unterschiedlichen Lebenssituationen. Das erste Gespräch, was ich dort hatte, morgens auf der Straße mit einem Trippelbruder, habe ich mit ihm zusammen gefrühstückt. Da war eine ganze Gruppe von Leuten. Und er erzählte mir, dass er seine Frau und sein einjähriges Kind durch die Flut verloren haben. Und er sitzt jetzt auf der Straße. Und es waren so viele Lebensbilder, Lebensgeschichten, die an mich rangekommen sind. Und allein diese ganze Situation dort zu sehen im Ahrtal, wo ich früher mit dem Fahrrad durchgefahren bin, mal mit Liesel, mal mit einem meiner Kinder. Und einfach diese ehemals wunderbare Gegend zu sehen, wie sie zerstört worden ist durch diese Naturkatastrophe im Juli. Und auch wenn das jetzt schon 3 Monate her ist, es sieht immer noch verheerend aus. Und das waren so verschiedene Lebensbereiche in der vergangenen Woche. Und ich dachte, wie kann ich diese Dinge jetzt... Oder wie kann ich lernen, in solchen Sachen jetzt zu herrschen, ohne dich zu machen? Ohne zu sagen, jetzt lasst mich doch mal alle in Ruhe. Auch solche Gedanken hatte ich natürlich. Was heißt das? Wie kann ich in diesen Situationen, und viele dieser Lebensbereiche hatten ja jetzt mit mir nichts zu tun, sondern die sind nur an mich herangekommen. Aber sie spiegelten wirklich die unterschiedlichen Lebensphasen wider, in denen wir oft so drin sitzen. Und in den meisten Fällen nicht vorbereitet, wenn sie auf uns zukommen. Wie eine Diagnose oder wie eine heftige Krise, wenn man hintergangen ist. Oder wie eine mit Tod und diesen Dingen umzugehen. Und dann fiel mir eine Geschichte ein, als ich drüber nachdachte. Jesus hat das in ähnlicher Weise erlebt. Nun bin ich nicht Jesus, aber mir hat das Mut gemacht, wie Jesus in diesen Situationen mit umgegangen ist. Er hatte auch mal eine Phase, es wird in Markus 6 berichtet, wo er so viel Heftiges gehört hat. Sein Vorgänger, sein Ankündiger Johannes war gerade umgebracht worden und diese Nachricht kam zu Jesus. Und obwohl er natürlich vieles wusste, eben kam es an ihn ran. Und da waren so viele Menschen, die mit ihrer Not kamen, da war so viel Unruhe da, sie hatten noch nicht mal Zeit zum Essen. Und dann nimmt er seine Jünger raus und sagt, komm, wir hauen jetzt einfach mal ab. Wir gehen jetzt einfach mal, müssen zur Ruhe kommen. Dann gehen sie in ein Boot, fahren über den See und dann kommen sie an der anderen Ecke raus und eigentlich kommen sie an einem Ort an, der so ein wüster Ort war. Also normalerweise war da niemand und da wollten sie ein bisschen Ruhe haben. Aber die Leute waren um den See teilweise rumgelaufen, sie sahen, wo die hinfuhren. Und als sie dann am anderen Ufer ankommen, sind die ganzen Menschen wieder da mit ihren Nöten und mit ihren Sorgen und so weiter. Und dann heißt es, Jesus steigt jetzt nicht genervt wieder in das Boot und sagt, komm, wir fahren an eine andere Stelle, bis die nicht mehr mitkommen.
sondern dann heißt es, und er sah die Menschen an voller Mitgefühl. Es zerriss ihn innerlich. Und deshalb nahm er sich Zeit für sie und hat gepredigt und hat sie geheilt und blieb den ganzen Tag bei ihnen. Und erst am Abend zog er sich dann zurück. Und ich glaube, dass dies eins der Momente ist, wo wir auf uns aufpassen müssen, wenn du vielleicht in Situationen bist, wo du überrannt bist und wo Menschen dich vielleicht aussaugen, wo du mit Sachen konfrontiert wirst, dass du wirklich Gott darum bittest, bewahre mein Herz in diesen Punkten, dass ich nicht hart werde, dass ich nicht mich abwende und sage, lasst mich alle jetzt in Ruhe, sondern dass ich wirklich dieses Mitgefühl habe, diese Barmherzigkeit, dieses innere Anteil nehmen. Klar, wir müssen unsere Zeiten haben, wo wir uns dann auch zurückziehen können. Wir müssen unsere Zeiten haben und die habe ich in dieser Woche auch immer wieder gesucht. Ich hatte nicht viel davon, aber ich habe sie doch auch immer wieder gefunden, wo man einfach auch zur Ruhe kommt, wo man ausatmet und wo man auch mal etwas Schönes erlebt. Aber diese anderen Zeiten, in die wir auch hineinkommen müssen und wo wir uns bewähren müssen, da ist es so wichtig, dass wir diese Momente nutzen, wo Gott uns mit Menschen zusammenführt, die in Not sind, die jetzt ein Wort brauchen, die eine Hilfe brauchen, die eine Stunde von uns brauchen, obwohl wir vielleicht Urlaub haben, und trotzdem innerlich zu sagen, hey, da hat mich etwas berührt, das war die Barmherzigkeit Gottes. Und in diesen beiden Dingen zu leben, ihr merkt, ist alles ein bisschen noch unverarbeitet, was in der letzten Woche war. Aber in diesen beiden Dingen zu leben, das heißt für mich auch herrschen im Leben. Dass ich auf der einen Seite nicht nur an mich denke und dass ich klarkommen muss und dass ich immer nur meine Probleme sehe, sondern dass ich wirklich mich dem anderen zuwende. Und auch wenn ich denke, jetzt habe ich doch mal Urlaub, dass ich trotzdem bereit bin, wenn Gott mir das zumutet, mit Menschen umzugehen, voller Barmherzigkeit, voller Mitgefühl, ihnen zu helfen, so wie es geht, vielleicht einfach nur einen Moment da zu sein, einen Moment zuzuhören, einen Moment ihnen Zeit zu geben oder ein bisschen Geld zu geben oder was auch immer die Not jetzt gerade ist. Und dann zu merken, hey, ja, das war ein wichtiger Dienst. Und dann wieder zu schauen, dass ich aber natürlich auch mich immer wieder zurücknehmen kann. Das ist ein Spannungsfeld. Und ich bin jetzt gespannt, wie wir in die kommende Woche reingehen. Wir haben ja noch einige Lebensbereiche, die wir uns anschauen müssen. Aber ihr merkt, ich bin noch am Verarbeiten, wo Gott uns hinführt, wo Gott mich hinführt und worüber ich dann auch reden werde. Jetzt erstmal eine gute Woche. Es ist die zweite Herbstferienwoche. Vielleicht bist du auch noch gar nicht zu Hause und guckst unterwegs. Ich wünsche dir eine tolle Zeit, einen tollen Urlaub. Vielleicht musst du auch wieder jetzt rein in deinen Alltag. Ich wünsche dir Gottes Segen, Gottes Kraft. Und ich bete darum, dass Gott dein Herz bewahrt. Dass da, wo du auf Menschen triffst, die dich jetzt gerade brauchen, unerwartet und die vor dir stehen mit einer großen Not, dass du dann wirklich ein Herz voller Barmherzigkeit hast. Dich hinzuwenden kannst und die Not des anderen linderst. Denn eins darfst du nie vergessen, we are here to serve. Wir sind hier auf Erden, um zu dienen. Und wenn wir in diesem Spannungsfeld gut miteinander umgehen, wir helfen, uns wird ab und zu auch geholfen, denn manchmal sind wir auch die Nottragenden, dann ist es etwas, wo wir lernen, im Leben zu herrschen. Gott segne dich für diesen Wochenanfang.